Ich muss wissen, ob Feli meine Tochter ist, ja oder nein. Und das brauche ich schwarz auf weiß. Bei deiner Einschulung, da war ich in diesen Kirchen. Warum hast du nichts gesagt? Warum bist du nicht zu mir gekommen? Glaubst du, dass ich was übers vorgemacht habe? Was ist das? Du hast Tagebuch. Hast du es gelesen? You told me not to worry. Never ever stories. We're skipping all the saddest parts. I wish I could have seen through all the walls you built to. To make you see the pain in your heart. Now I'm crying my eyes out. Wenn Lukas das Tagebuch seiner verstorbenen Frau liest, wird er erfahren, dass die ihn nicht so geliebt hat wie er sie. Diese bittere Erkenntnis würde ich ihm gerne ersparen, aber das liegt jetzt nicht mehr in meiner Hand. Guten Morgen, Isa. Guten Morgen. Oh, muss dein Handy so laut klingeln? Ich habe echt schlecht geschlafen. Auch wegen diesem plärrenden Kind. Ja, die ganze Nacht ging es so. Ja, es war schrecklich. Schrecklich. Willst du jetzt mal an dein Handy gehen oder soll ich das machen? Hm? Hat sich erledigt. Morgen. Hey, Bock auf einen Kaffee? Ja, klar. Carpe diem? Das ist Doras Tagebuch. War in einer der Kisten. Und hast du schon reingeschaut? Nicht wirklich. Ich hab irgendwie Schiss. Was hält dich davon ab? Das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich weiß nicht so recht, was das mit mir machen würde. Da steht alles drin, worüber sie nachgedacht hat, was in ihr vorgegangen ist, wie sie sich gefühlt hat. Es fühlt sich an, als könnte ich plötzlich in die Zeit von damals zurückgehen und in ihren Kopf reingucken. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Willst du es lesen? Naja, du hast es ja selber schon gesagt. Da stehen Doras intimste Gedanken drin. Die Frage ist, würdest du es lesen, wenn sie noch am Leben wäre? Natürlich nicht. Aber Dora ist tot. Die Gedanken in dem Tagebuch sind das Einzige, was ich noch von ihr habe. Und deine Erinnerung an sie. Vergiss das nicht. Bruno, schau mich nicht so an. Gemacht? Ich habe mich riesen Hunger. Das ist alles für dich. Übrigens, du hast da Post bekommen. Sag mal, wo ist eigentlich mein Handy schon wieder? Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps les ailes. Leur passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Ist was?
Ja, also ich... Morgen! Hey. Oh, wow, Frühstück! Stürch? Alles gut, oder? Wir quatschen später, alles gut. Sag mal, Basti, kannst du mich mit dir vom Hof nehmen? Ja, klar, aber ich muss jetzt los. Okay, kein Problem. Bis später. Hey. Ciao. Der Radau ist unerträglich. Es tut mir wirklich leid, aber Kinder schreien halt nun mal. Und die Kleine weint schließlich nicht, weil sie uns ärgern will. Das wäre noch schöner. Guten Morgen zusammen. Was ist denn eigentlich los? Was hat die Kleine? Tut ihr was weh? Nix tut ihr weh. Sie hat gestern bloß ihren Kuscheltier verloren. Das ist aber doch nicht mein Problem. Tun Sie endlich was. Ich verstehe ja, dass die Situation anstrengend ist, aber... Sie sind verantwortlich. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind endlich Ruhe gibt. Wenn das mein Kind wäre, das hätte schon längst was hinter die Löffel bekommen. So, jetzt ist Ruhe darin. Und geschlagen wird hier schon gar keiner. Ich schlage vor, Sie gehen jetzt alle mal frühstücken. Und wir kümmern uns darum. Hm? So. Ja, aber... Ich mache die Tür der Gaststube zu und Sie kriegen noch einen Kaffee von mir. Es gibt einfach viel zu viele Idioten auf der Welt. Danke. Aber mir ist das alles so unangenehm. Und ich weiß wirklich nicht mehr, wie ich Luisa noch trösten soll. Naja, Sie könnten mir sagen, wie das Stofftier aussieht und wo genau es verloren gegangen ist. Also das war, wir sind hoch auf die obere Fürst eingewandert. Aber wo genau? Also es ist ein weißer Stoffhase. Mhm. Nichts Besonderes. Trotzdem, für Luisa ist es einfach... Ah, da ist was passiert. Hä? Ist doch einfach nur ruhig. Dann bis später. Ich hab dich lieb. Hey, Basti, hast du einen Moment für mich? Ja. Ich muss mit dir reden. Wegen Leo. Okay. Ich mach das jetzt ungern, aber es lässt mir einfach keine Ruhe. Leo hat mir vorgeworfen, dass ich nicht ehrlich zu dir bin. Was? Wieso sollte sie das tun? Sie hat mir ein Foto von deiner Einschulung vor die Nase gehalten und behauptet, dass ich das vorher schon mal gesehen hätte. Ja, und? Naja, sie glaubt, dass ich gar nicht wirklich in Wiesenkirchen bei der Einschulung war, sondern dass ich das alles nur von diesem Bild wüsste. Hat sie gar nicht mit dir darüber gesprochen? Nein. Aha. Na gut, dann hat sie wahrscheinlich selber bemerkt, dass es totaler Quatsch ist. Entschuldige, dass ich was gesagt habe, aber ich will einfach nicht, dass irgendwas zwischen uns steht. Und Leo hat es wahrscheinlich auch nur gut gemeint. Sie liebt dich halt und will dich beschützen. Marie, wo steckst du denn? Ja, ich komm gleich. Okay, ich muss. Resi, könntest du mal bitte in der Patientenakte von Frau Schneider nachsehen, ob sie tatsächlich eine Zusatzversicherung für private Leistungen in der Klinik hat? Ja, klar. Gibt's Probleme? Erstmal nur eine Nachfrage. Okay. Ah, apropos Isa, ich bräuchte deine Krankenkassenkarten. Weil sonst kann ich die Behandlung von deinem Fuß nicht abrechnen. Tja, stimmt. Nettje, habe ich heute gar nicht dabei. Bring ich dir morgen mit. Du willst hier hoffentlich keine Leistungen erschleichen. Reicht schon, wenn wir dich als Ärztin mit durchschleppen müssen. Also, seitdem Fabian sich von dir getrennt hat, geht's dich eigentlich gar nichts mehr an, was hier wie abgerechnet wird, oder? Hm. Lukas! Hey. Das ist Luisa Senge, 7 Jahre alt. Sie hat fast die ganze Nacht durchgeschrien und ist jetzt nahezu apathisch. Aber es gibt keine physischen Symptome. Okay. Sie hat immer wieder stark gezittert und dann auf einmal war vollkommen die Luft raus. Ich nehme an, vor Erschöpfung. Ist denn irgendwas vorgefallen? Hat sie Schmerzen? Das glaube ich eigentlich nicht. Wir waren gestern im Wald und da hat sie ihr Stofftier verloren. Und seitdem... Herr Senge hat mir die Route geschickt. Ich werde die Strecke noch mal abgehen und nach dem Hasen suchen. Hey, Luisa, hast du gehört? Er sucht einen Flauschi. Alles gut. Ich gehe mal stark davon aus, dass es sich bei ihrer Tochter um einen sogenannten Affektkrampf handelt. Das bekommen Kinder manchmal, wenn sie sich zu stark in Emotionen reinsteigern. Und jetzt? Wie geht's weiter? Ich denke mal, dass sie sich einfach völlig verausgabt hat. Aber ich gucke mir die Kleine mal genauer an. Bringen Sie das Kind bitte in mein Behandlungszimmer. Entschuldigung? Ich übernehme das, ja? Ja, aber ich bin Facharzt in Pädiatrie.
Entschuldige, Isa, aber dafür brauche ich wirklich keine Kinderärzte. Ich weiß was, mir wäre es echt lieber gewesen, ich hätte dieses blöde Elternmagazin in die Hand genommen. Dann wüsste ich jetzt nichts über Augenfarben und dir hätte ich keinen Flug ins Ohr gesetzt. Aber ich verstehe nicht, wieso sie als einzige grüne Augen hat. Aber das ist nur Zufall, okay? Vergiss es. Bianca, ich muss aber wissen, ob Feli von mir stammt, verstehst du? Ich muss sicher sein. Ja, dann müssen wir einen Gentest machen. Ich habe auch schon recherchiert. Dazu braucht man ein paar Haare und eine Zahnbürste. Das schickt man dann ein und in ein paar Tagen wissen wir mehr. Wie kommst du darauf, dass eine Zahnbürste und ein paar Haare von ihr besser wissen, das, was mein Herz fühlt? Feli ist meine Tochter. Anders kann sie nicht sein. Ja, dann ist der Test überflüssig. Dann passt's ja. Was ist? Ich weiß, zu 99,9% bin ich mir sicher. Aber ich muss 100%iges wissen, verstehst du? Also doch, wenn ich's. Wart ein Traum. Vielen Dank. Mit euch war ja der Rest der Reise fast das Spannendste. Ah, schaut mal, das sind Donato und Bianca. Über die habe ich euch ja die ganze Fahrt zum Vorort voll gequasselt. Ah, hi Bianca. Hi Donato. Tschüss, meine Lieben. Vielen Dank. Ciao. Ja. Da bin ich wieder. Da seid ihr sprachlos, was? Aber das macht nichts. Dafür habe ich eine Menge zu erzählen. Indien war wirklich inspirierend. Und die Ayurveda-Ausbildung war der Hit. Ach, Donato. Was machst du denn?